Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich sitze in der Dolphin immer noch im Quinz. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal. Wegen den Bürgerkriegsmissionen. Wegen den Scan-Missionen. Die Corvette ist immer noch nicht hier, das dauert noch ein bisschen. So, hier haben wir immerhin SAV dabei. Bin mal gespannt, wo wir da hin sollen. Und Aufklärungsscanner ist auf jeden Fall dabei. Sehr gut. Jo, starten wir mal. Jetzt will ich wissen, wer hier im Port drin sitzt von euch. Ah, guck mal an. So, wen haben wir denn da? Da ist er. Kommandant Incredleman. Grüß dich. So. Hä? Das ist ja sehr, sehr merkwürdig hier. Aber wo? Dann lasst uns da mal einfach mal hinfliegen. Das ist aber echt heftig, muss ich sagen. Boah, ich muss meine Maus noch mal neu einstellen. Jo, dann anscheinend hier vorne hin. Aber wo genau? Oh, scheiße. Ist das alles dasselbe, ja? Anscheinend zumindest alle dieselbe Entfernung hier gerade gehabt. Na gut, wir fliegen jetzt einfach mal was an. Natürlich wieder im Schatten, wie soll es auch anders sein? Ah, sehr gut. Ups, nein, nein, nicht austreten, nicht austreten. Ach, okay, doch. Gleiten hat doch funktioniert. Gut. So, dürfte eigentlich der letzte oder der vorletzte Punkt jetzt hier vorne sein. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Das ist natürlich... Jetzt mache ich gerade im Prinzip das, was ich gar nicht machen wollte, was ich in der letzten Folge schon erwähnt hatte. Dass das jetzt hier mit den Missionen auch so ist, wusste ich überhaupt nicht. Ach, dort, okay. Kriege ich das Ding noch hoch? 200 Meter, 150, uiuiui, gerade so. So, da wollen wir also hin. So, und da soll ich jetzt irgendwas scannen. Ja gut, dann landen wir jetzt hier drüben mal. Ich würde jetzt einmal hier hinten so ein bisschen... Naja, weg. Falls die schießen. Ein bisschen weiter weg lieber landen. So, sehr gut. Jo, ab ins SRV und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Steuerung funktioniert. Ich habe zumindest vorher nachgeschaut und da stand da ja. Also gehe ich jetzt mal fest davon aus, dass es so ist. Ja, super. Nice. Oh, ich bin immer so froh, wenn das reibungslos funktioniert hat. Mit dem Windows neu aufsetzen. Im Prinzip ja wirklich kein Problem. Aber man weiß ja nie, was einfach mal so schief gehen kann. Moment, bevor wir da ranfahren, fahren die meisten noch irgendwie 4, 5, 6 Tage Zeit und der eine hier 18 Stunden, sollten wir schaffen. Ich brauche dann auf jeden Fall Fracht, ne?
Von manchen Aufgaben hier bekomme ich dann nämlich hier auch wieder Mikrofächer-Kühlschläuche. Ah, na, okay. Erlesene Laserkristalle, die kriegen wir so. Na gut. Was genau soll ich hier scannen? Datenpanel. Das ist immer dasselbe, ne? Immer dasselbe Datenpanel. Na gut. Das könnte doch eigentlich bloß das davon sein, oder? Das hier links, das rote? Da links, weiter davon links ist noch eins. Okay. Aha. Special Legacy Firmware erhalten. Scan-Emission, offene symmetrische. Boah, Alter. Okay, jetzt greifen sie mich an. Aha, okay. Ist ja abgefahren. Lass uns mal zurück zum Schiff. Okay. Eigentlich wollte ich auf normalen Wege und mit normalen unterschiedlichen Missionen hier so ein bisschen Rangsteigerungen betreiben. Das anscheinend aktuell gar nicht so möglich ist, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ist natürlich ein sehr einfacher und enorm lukrativer Weg, das so zu machen. Aber ich weiß nicht. Huch. Schütz aktivieren ist hier oben dazugekommen. Ich habe mich gerade gewundert, die Liste war so lang. Vor allem halt einfach nur ein so ein Ding gescannt. Man hat trotzdem halt diese Sachen bekommen, die man schon teilweise recht selten sogar findet. Was haben wir? Ach du Scheiße, was haben wir denn alles bekommen? Irreguläre Emissionsdaten, ungewöhnliche verschlüsselte Files oder auch Daten. Special Legacy Firmware. Offene symmetrische Schlüssel und gewöhnliche verschlüsselte Files. Krass. Okay, also, ja, ihr seht es ja jetzt. Wer schnell Geld machen will, braucht oder wie auch immer, fliegt nach Quinns. Scheint sehr lukrativ zu sein. Ich fliege da mal jetzt nicht rüber. Genau deswegen haben sie mich doch noch getroffen, die Säcke. Wir können ja mal schauen, vielleicht gibt es hier in der Nähe noch ein anderes System. Gleich mal gucken. Fliegen. Stimmt, man muss dazu sagen, Quinns ist relativ weit draußen. Da ist kein System in der Nachbarschaft. Ah, ich glaube, ich verstehe das Problem mit den Missionen. Wahrscheinlich, weil Quinns hier wirklich relativ alleine dasteht. Kann vielleicht irgendein Algorithmus oder sowas aus dem Spiel heraus die Mission, die wahrscheinlich, ich sag jetzt mal so eine Scan-Mission oder so eine kurzen Touristenbarken-Mission, kein nächstes Ziel irgendwo in der Umgebung von vielleicht 100 Lichtjahren oder so auswählen und stopft das alles halt nach Quinns rein. Dass es sich da irgendwie so ein bisschen verhakt. Schade. Schade, schade, schade. Wirklich ärgerlich. Auf sowas habe ich. Ja. Es bringt zwar viel und geht dann schnell, aber ich habe da nicht so eine Lust drauf, das so zu machen. Dann lieber kämpfen. Kämpfen wäre okay.
Müssten wir bloß warten, bis die Korvette hier ist. Das dauert noch ein knappes Stündchen. So, dann geben wir mal alles ab. Mal schauen, ob ich auch die abgeben kann, bei denen ich jetzt eigentlich ein paar Waren bekommen würde. Theoretisch nicht, es sei denn, die werden dann gleich irgendwie gelöscht wieder. Gut, der Ruf allgemein beim Imperium steigt dadurch natürlich jetzt schön schnell. Bei den Massaker-Missionen, da macht man wenigstens noch was. Das ist wirklich easy. Vor allem durch gewisse Möglichkeiten kann man halt noch deutlich mehr auf einmal annehmen. Ich dachte, die hätten das begrenzt auf drei, höchstens dreimal dieselbe Mission. Oder ist das bloß bei den Massaker-Missionen so, dass ich bloß drei Massaker-Missionen auf einmal annehmen kann? Ja, also man kann anscheinend dann doch Aufgaben abgeben, bei denen man eigentlich Waren bekommen würde, auch wenn man keine Frachtkapazität hat. Das ging vor 2.3 nicht. Da musstest du dann irgendwie Frachtraum freikriegen. Ach, guck mal hier, jetzt brauchen sie was. Aha. Spendenreaktivrüstung, nicht tödliche Waffen. Hier unten wird irgendwas nicht richtig angezeigt. Die anderen haben überhaupt gar keine Mission. Dauert wahrscheinlich noch, bis die sich hier ein bisschen erholen. Was hatte die Dolphin nochmal für eine Sprungreichweite? 40. Ja, 38 bis 40. Okay. Ach so. Rang Herzog, 7%. Haben wir nochmal 1% bekommen. Aber anscheinend für die Passagiermission bekommt man deutlich mehr Prozente. Also anscheinend 1% pro Mission. Das ist natürlich echt heftig. 30 Millionen für Colonia. Na gut, das ist jetzt nicht ganz so schön. Ach, Gott sei Dank. Die anderen Missionsbeschreibungen hier oben haben sich automatisch gelöscht. Das wäre jetzt eine Qual geworden, das alles zu löschen. So. Tja. Dann würde ich sagen, wir warten jetzt einfach, bis die Korvette hier ist. Wie lange brauchen die noch? 43 Minuten. Ja, 44. Eine schöne Black Mamba. Gibt's echt kein anderes System irgendwo? Hier unten, da geht's dann los bei Toluku. Ja, ab dann wird's eng. Ne, bis hierhin. Und dann Quinz. Ist doch nochmal eine Ecke weit weg. Toluku ist von Quinz. Halt. 300 Lichtjahre entfernt. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum es 13 Millionen kostet, die Korvette dorthin schippern zu lassen. Kein anderes System hier. Gab es doch auch mal früher Schmuggelmissionen aus Quinz. Oder ist Quinz gar nicht die Hauptstadt des Imperiums? Ich dachte ja, ich meinte das noch neulich gelesen zu haben.
im Forum von irgendjemandem. Kann aber auch sein, dass das totaler Mist ist. So, hier unten ist doch Imperium alles. Kubeo. Kubeo ist das Hauptsystem, zumindest von der Frau Duval. Habe ich die verwechselt? Kubeo und Quinz? Entschuldigt, falls ich da Mist erzählt habe. Das ist jetzt wirklich schade. Ich habe es auch überhaupt nicht im Kopf gehabt, dass hier ringsrum kein System ist, mit dem man was anfangen könnte, um da Missionen zu fliegen. Ah, nicht, dass ich das mit Kubeo verwechselt habe. Scheiße. Ach, Mann, jetzt hole ich mir die Korvette doch nicht umsonst hierher. Das wär ärgerlich. Nee, die können wir trotzdem gebrauchen. Wir können ja dann trotzdem mal solche Massaker-Missionen hier machen. Oh, hier. 450.000 Spenden. Machen wir mal. Mal gucken, 7%. Spendenmission habe ich immer für die Rangerhöhung gemacht. Das ging eine Zeit lang sehr, sehr gut. Und vor allem auch sehr schnell. Hä? Ich habe gerade 8 Materialien. Das ist aber viel. 16 Millionen. 96 abballern. 20 Stunden Zeit. 1,8 Millionen. 24. 13. 72. Ah, schade. Ja, es tut mir leid, dass wir hier gerade ein bisschen doof bloß rumstehen und nichts weiter passiert. Weiß gar nicht, was gibt es hier vor Ort für Schiffe? Bloß 3. Okay, Sidewinder. Hauler. Typ 9. Was für ein Brocken. Was für ein Ziegelstein. Ah, Mist. Ah, das kann man auch nicht abbrechen, ne, mit dem Transfer. Oder? Nö. Scheiße. Ah. Sonst hätte ich das eventuell... Wo steht denn die Karte rum? Ach ja, beim Handelsevent noch in LTT 377. Die könnte ich eigentlich mal abholen dort. Glaube ich, noch weiter weg als Tuluku. 500. Wie viele... Was? 63 Sprünge? Ich weiß auch warum. Ich wollte gerade sagen, wie kann ich denn da runterfliegen und der Treibstoff ist noch voll? Ganz einfach, weil hier wirtschaftlichste Route noch eingegeben ist. Genau. In der schnellsten Route geht es dann deutlich schneller, aber müsste ich zwischentanken 15 Sprünge. Der Beluga-Liner? Der springt gar nicht so weit. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir warten auf die Korvette und ballern hier dann noch ein bisschen rum. Wenn hier einmal ein paar Kampfzonen sind, können wir von mir aus auch mal wieder machen und so eine große Massaker-Mission zusätzlich. Oder zwei oder drei. Und ja. Da würde ich mich jetzt einfach mal hier schon verabschieden für heute. Tut mir leid, nicht ganz die 20 Minuten ausgenutzt. Dafür gibt es ja immer mal Videos, die deutlich länger gehen. Ich denke, das gleicht sich dann schon aus. Und bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen. Und ja, ihr habt gesehen, wenn ihr schnell Geld machen wollt, wenn ihr schnell Geld braucht, fliegt nach Quinz. Das ist sehr simpel anscheinend gerade. Ich wusste es wirklich nicht, dass es so easy ist und dass es hier jetzt so abläuft. Wir suchen uns dann woanders was, vielleicht nach Kubeo. Da gibt es mit Sicherheit andere Missionen. Und ja, aber erstmal mit der Korvette, damit die nicht umsonst hier hochkommt. Die muss die 13 Millionen wieder reinholen. Und für den Rücktransport, mit der fliege ich nicht zurück, die hole ich mir dann auch zurück. Ja, mache ich Feierabend für heute und bedanke mich bei euch. Schönen Tag noch und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.